Würden Sie sich kurz vorstellen für die Zuschauer, die Sie noch nicht kennen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christina Baum, Dr. Christina Baum, und ich bin Zahnärztin und das schon seit 42 Jahren. Ich bin inzwischen allerdings auch Mitglied des Deutschen Bundestages und war zuvor 5 Jahre Mitglied im Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart. Die AfD wird beschuldigt, eine extremistische Partei zu sein. Was sagen Sie Zuschauern, die die Partei nicht von Ihnen kennen oder die nur das Bild haben, das die großen Medien kollektiv transportieren? Wie haben Sie die Partei in der Vergangenheit wahrgenommen? Ja, das ist natürlich eine Stigmatisierung, die überhaupt nicht zutrifft. Also die AfD ist bürgerlich, konservativ, aber auch liberal. Und ich bin eigentlich das typische Beispiel dafür. Also ich bin eine durch und durch bürgerliche Person und auch allein schon durch meine Vita. Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen, weder strafrechtlich noch in irgendeiner anderen Form. Ich bin ein richtig treuer Staatsbürger und werde jetzt auch als die extremistische Person dargestellt, gerade auch in Baden-Württemberg. Das ist für mich völlig unverständlich. Aber wir wissen ja, dass inzwischen alle, die diese Regierung kritisieren, als Extremisten dargestellt werden. Das dient dazu, diese anderen Meinungen auszugrenzen, dass man die nicht mehr hören will. Es dient dazu, diese Personen, die Kritik zu üben, mundtot zu machen. Das ist der einzige Grund, weshalb man diesen Begriff verwendet. Und wenn man ihn herkömmlich betrachtet, extremistisch war zumindest für mich früher immer auch gleichzusetzen mit gewaltbereit. Das trifft natürlich in keinster Weise zu. Ich orientiere mich hoffentlich, ja, ich hoffe, ich liege richtig, daran, dass wir Veränderungen schon unbedingt benötigen, aber alles auf friedlichen Wege. Und mein Vorbild sind die Demonstrationen von 1989 in der DDR. Ich komme auch aus der DDR und ich wünsche mir, dass wir auf diese Weise die Politik beeinflussen und verändern können und eben, wenn es sein muss, auch eine neue Regierung dadurch zustande kommt. Wie gehen die Mitglieder der anderen Partei mit Ihnen um? Wie ist es in Ausschüssen oder wenn die Kamera nicht läuft? Gibt es Kontakt? Wir haben vereinzelt und wenig Kontakte. Aber im Allgemeinen meidet man uns. Man versucht uns ja aus allen Gremien herauszuhalten. Gerade auch die Ausschussvorsitzenden bekommen wir nicht zugestanden, die stellvertretenden Landtagspräsidenten oder die Bundestagspräsidenten bekommen wir nicht zugestanden. Also man versucht natürlich, uns völlig außen vor zu lassen, auszugrenzen, auch in diesen offiziellen Gremien. Und auch der persönliche Kontakt ist nicht vorhanden. Im Gegenteil, es geht sogar so weit, dass man nicht mehr gegrüßt wird. Selbst wenn ich grüße, werde ich nicht zurückgegrüßt. Also es herrscht eine ganz furchtbare Kultur, sage ich mal. Also nicht so, wie ich es kennengelernt habe. Man kann anderer Meinung sein, aber man muss doch immer freundlich und höflich aufeinander zugehen. Und das trifft auf diese Generation, die wir jetzt in dem Landtag, die ich im Landtag, aber auch im Bundestag erlebe, überhaupt nicht mehr zu. Können Sie das nochmal mit den Ausschussvorsitzenden den Leuten erklären, die das nicht wissen, die das nicht kennen, nicht verstehen? Ja, ich bin jetzt zum Beispiel Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und es gibt viele Ausschüsse, Innenpolitik, Außenpolitik, Entwicklungspolitik und so weiter. Und für alle Ausschüsse wird immer ein Vorsitzender bestimmt. Das ist so in der Geschäftsordnung des Bundestages, davon spreche ich jetzt, festgelegt, dass eine Fraktion immer einen Vorsitzenden bestimmen kann. Und uns wurden 3 Ausschussvorsitzende zugeteilt, unter anderem auch der Gesundheitsausschuss. Also wir wären eigentlich dazu angehalten, von unserer Seite aus einen Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses zu bestimmen. Das haben wir immer wieder gemacht. Das machen wir bei jeder Sitzung neu und schlagen ein Mitglied aus unserer Fraktion als Vorsitzenden vor. Und man hat jetzt aber die Geschäftsordnung in unserem Gesundheitsausschuss, ich weiß das aber auch, dass es in anderen genauso ist, dahingehend geändert, dass man jetzt sagt, der Vorsitzende muss gewählt werden oder wird gewählt. Und wir wissen ja, wie Demokratie läuft, die Mehrheit bestimmt, und somit ist es bis heute nicht der Fall, dass wir auch nur einen einzigen Ausschussvorsitzenden im Bundestag haben, obwohl uns 3 Ausschüsse zustehen. Also das ist völlig, unabhängig von der Geschäftsordnung, die man sich ja gegeben hat, um gemeinsam zu arbeiten, die wird missachtet. Die machen einfach, was sie wollen. Hatten Sie schon hautnahe Erfahrungen mit der Antifa oder ähnlichen Gruppierungen? Ja, ich hatte schon hautnah Kontakt bei Demonstrationen. Einmal bin ich auch, als ich rausgegangen bin aus einer Demonstration, da hat man mir ein Bein gestellt. Und natürlich wurde mein Wahlkreisbüro, was ich damals als Landtagsabgeordnete mitten im Zentrum von Tauberbischofsheim hatte, 3-mal angegriffen. Beim 3. Mal war ein so hoher Sachschaden entstanden, dass mir mein Vermieter gekündigt hat. Und einmal hat man vor meiner Praxis, ich bin auch trotz des Mandats immer noch als Zahnärztin tätig in unserer Gemeinschaftspraxis, die ich mit meinem Mann habe.
hat man mir ein Holzkreuz kurz vor Weihnachten mit Todesdatum aufgestellt. Also man hat mir den 31. Dezember als Todestag vorausgesagt. Dieses Holzkreuz, interessanterweise, steht jetzt im Museum für Geschichte in Stuttgart. Man hat es als Ausstellungsobjekt angefragt und ich habe es zur Verfügung gestellt. Wie schätzen Sie die Rolle der Medien in Deutschland und der Welt ein? Nun, die Medien sind ja eigentlich die, zumindest war es in der Vergangenheit so, die vierte Gewalt. Das heißt, die Medien haben eine enorme Macht, die Meinung der Bevölkerung zu beeinflussen. Das erleben wir. Und leider ist es eben so, dass die Meinung der Medien sehr konform läuft, und zwar in den letzten Jahren. Ich habe das früher nicht so beobachtet. Die Medien waren früher viel kritischer. Das ist in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr der Fall. Es kommt einem so vor, als wenn eine Meinung von irgendwo vorgegeben wird und alle anderen übernehmen die. Und deshalb sind die normalen, ich sag mal die GEZ-Medien, die Systemmedien, überhaupt nicht mehr geeignet, die Bevölkerung, das Volk neutral zu informieren. Sie geben vorgefertigte Meinungen weiter und die Masse leider der Bevölkerung informiert sich immer noch über diese normalen Medien, über Fernsehen, Rundfunk und eben auch über Zeitungen. Und deswegen kommen diese Diskrepanzen auch zustande innerhalb der Bevölkerung. Wenn ich keine andere Meinung kenne und diese der Medien glaube und die Realität dann aber nicht mit dem übereinstimmt, was ich in den Medien höre und sehe, dann entwickelt sich so eine Art Vertrauensverlust sowieso, ja, weil man selber merkt, das stimmt nicht, aber eben auch so eine Abwendung von den Medien. Und deshalb haben, glaube ich, auch die alternativen Medien jetzt wirklich enorm Zulauf bekommen und das ist auch gut so. Wir brauchen die, wie wir früher in der DDR das Westfernsehen hatten sozusagen, brauchen wir jetzt die alternativen Medien. Und ich danke allen, die da aktiv sind und dafür sorgen, dass eben eine Vielfalt von Meinungen und auch von wirklich von Informationen verbreitet wird. Über welche Medien informieren Sie sich? Wie ich schon sagte, alternativ nachrichtenmäßig fast nur noch über Auf 1 und eben über diese Telegram-Kanäle und nur noch alternativ. Also mein Mann schaut immer noch mal die normalen Medien, aber da komme ich manchmal dazu, aber ich kann das nicht mehr hören, ich kann es auch nicht mehr ertragen, muss ich ehrlich sagen. Was sind also Ihre, Sie haben es ja schon gesagt, was sind Ihre Lieblingsquellen, was ist Ihr favorisiertes Medium oder Ihre favorisierte Quelle? Zum Beispiel YouTube-Videos, ja, mit aufklärendem Inhalt, die ich mir alle eigentlich anschaue. Gerade auch dieses Auf 1, sagt man. Ja, genau, auch Auf 1 natürlich, ja, diesen neuen Fernsehsender aus Österreich, den finde ich sehr gut. Aber auch Kompakt, ich informiere mich auch über Kompakt. Und das sind so meine Quellen. Mhm. Welches Thema hat Sie besonders dazu bewegt, zur AfD zu gehen? Das war tatsächlich, ich bin ja Gründungsmitglied in meinem Kreis, mein Tauberkreis, das war tatsächlich damals ursprünglich die Kritik am Euro, weil ich das eben auch geteilt habe, diese Kritik. Und es kamen aber auch andere Themen dazu relativ schnell, die mich schon immer gestört oder bei denen ich gesehen habe, dass es unbedingt geändert werden muss. Das ist zum Beispiel die Energiepolitik gewesen. Also mir war vollkommen klar, als Frau Merkel verkündete, dass sie die Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke abschalten möchte, dass das niemals funktionieren kann alternativ, ja, weil wir einfach keine Dauerlast haben, keine Dauerlast-Energieversorgung und keine Grundlastversorgung. Und dann kam dazu die Bildungspolitik. Ich habe beim Abitur meiner Tochter erlebt, dass das Niveau schon damals, das ist ja schon ganz lange her, schon so abgesunken war, dass ich mir dachte, das wird nichts. Also wir müssen wieder mehr auf Leistungen orientiert unseren Unterricht abhalten können oder die Lehrer halt. Und Familie, das Thema Familie war mir sehr wichtig, weil ich eben auch gemerkt habe, ich komme aus der DDR, ich fand das immer nicht gut, dass wir Frauen den ganzen Tag arbeiten mussten, unsere Kinder abgegeben haben. Und ich habe die Entwicklung gesehen, hier auch in der Bundesrepublik, dass man das jetzt genauso vorhat und das fand ich falsch. Und aber mein Hauptthema, das muss ich wirklich sagen, war die Einschränkung der Meinungsfreiheit, die ich schon sehr früh erkannt habe, unter anderem auch in Gesprächen mit meinen Patienten, die dann zu mir sagten, wenn wir politisch diskutiert haben, ja, man darf ja das und das und jenes nicht mehr sagen. Das hat mich so schockiert, weil
Ich hatte mir geschworen, als ich 1989 die DDR verlassen habe, noch vor dem Fall der Mauer, dass ich mir nie wieder den Mund verbieten lasse. Also ich habe immer meine Meinung gesagt, aber ich habe bei meinen Patienten genau diese Aussage gehört, ja, das war schlecht und das muss man kritisieren, aber das darf man ja nicht mehr. Und das hat mich schockiert, weil ich eben genau das aus der DDR kannte, dass sich die Menschen zwei Meinungen zugelegt hatten. Einmal die offizielle und dann die eben im privaten Umfeld, ja, wo man wirklich seine Meinung offen sagte. Und das hat mich total entsetzt, dass wir genau in diese Richtung gehen. Und das war auch der Hauptgrund, als ich damals das Grundsatzprogramm gelesen habe von der AfD, als sie sich gegründet hatte. Da stand drin, auch unkonventionelle Meinungen werden zugelassen und dürfen diskutiert werden, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und das sagte ich ja schon. Das heißt also, solange alles gewaltfrei abgeht, solange man wirklich auf demokratischen Wege, deshalb bin ich ja auch in die AfD eingetreten, weil ich über die Parlamente etwas verändern möchte und nicht über Gewalt. Und dass man das jetzt versuchen wollte mit einer neuen Partei, das hat mich angesprochen und deshalb bin ich damals eingetreten. Wie haben Sie die DDR wahrgenommen? Also wie alt waren Sie, als Sie da, oder woher kommen Sie auch aus der DDR? Ich komme aus Thüringen und ich war 33, als ich die DDR verlassen habe. Also ich habe ja meine Kindheit, Jugend und 10 Jahre meines Berufslebens in der DDR verbracht. Und ich habe diese Diktatur, ich habe sie gehasst, ja, weil man so stark in seinen Freiheiten eingeschränkt war. Eben die Meinungsfreiheit, aber auch die Berufsfreiheit. Und alles war letzten Endes vorgegeben. Das ganze Leben war irgendwie so schemenhaft oder wie soll ich sagen, so in vorgegebenen Bahnen. Ja? Und das hat mich gestört. Und besonders hat mich persönlich auch die Reisefreiheit gestört. Ich wollte die Welt kennenlernen und das hat man mir sozusagen verboten, untersagt. Und das waren eben auch die Gründe. Und natürlich der Sozialismus als solches. Schon in meiner Zeit in der Abiturszeit, also als ich zum Gymnasium gegangen bin, habe ich mich damals schon auseinandergesetzt mit meinem damaligen Staatsbürgerkundelehrer, weil ich gesehen habe, dass der Kommunismus letzten Endes nur Armut für die Masse bedeutet, aber keine Verbesserung, weil man eben nicht die Leistung honoriert. Und das ist der Schwachpunkt des Sozialismus, die Gleichmacherei, die wir jetzt ja auch wieder haben. Ja, alle Menschen sollen gleich sein, sogar das Geschlecht soll gleich sein. Also das sind Entwicklungen, da stehen einem die Haare zu Berge. Was ist Ihr bisheriges Resümee über den Landesparteitag? Also ich bin jetzt nach dem zweiten Tag sehr zufrieden. Wir hatten gestern große Probleme mit den Vorsitzenden oder den Vorsitzenden. Wir haben uns dann für zwei entschieden mit der Wahl dessen. Da waren die Verhältnisse ausgeglichen. Aber man hat sich dann auf diese Zweierspitze geeinigt. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Und auch heute die Kandidaten, die angetreten sind und die dann auch gewählt wurden in den neuen Landesvorstand. Ich kenne sehr viele ich kenne alle persönlich und ich muss sagen, es sind charakterfeste, starke Persönlichkeiten mit Lebensleistung und die sich nicht manipulieren lassen, die ihren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Tag für die Landespartei in Baden-Württemberg. Was liegt Ihnen besonders am Herzen, wie sich die AfD in Zukunft entwickeln soll? Mir ist es wichtig, dass wir auf keinen Fall zur Altpartei werden. Also wir dürfen uns auch von den Repressalien, die man uns ja entgegenbringt, eben zum Beispiel, das war ja auch merkwürdig, dass man 2 Tage vor unserem Landesparteitag auf einmal erklärt, dass wir auch in Baden-Württemberg Verdachtsfall sind. Ja? Und da sieht man, wie man versucht, eben diese ganze Partei auch weiterhin zu stigmatisieren. Und dass wir trotzdem, trotz allem, was man gegen uns, wie man gegen uns arbeitet durch das System, sage ich jetzt mal, dass wir unseren Weg beibehalten, unseren Kurs beibehalten, das ist mir ganz wichtig, denn eine 5., 6. CDU, FDP brauchen wir nicht, wir brauchen eine echte Alternative und das sind wir bisher auch nach dem Programm, wir haben ein wunderbares Programm, also wer sich da noch nicht dafür interessiert hat, sollte das mal tun. Wir haben ein wunderbares Programm, selbst erarbeitet über unsere Fachausschüsse und daran müssen wir uns festhalten und wir dürfen uns, wie gesagt, nicht von Drohungen, Erpressungen des Verfassungsschutzes oder was auch immer beeindrucken lassen, wir müssen einfach unseren Weg gehen. Wie stehen Sie zu den Bürgerbewegungen und Protestbewegungen? Ich bin der Meinung, dass diese Protestbewegungen von uns auch als AfD, als parlamentarischer Arm, unbedingt unterstützt werden müssen. Und ich bin selber auch aktiv. Immer wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich freie Termine habe, bin ich selber bei den Montagsspaziergängen bei mir im Kreisverband dabei. Wir haben auch selber schon als AfD in Main-Tauber Demonstrationen organisiert, zu denen tatsächlich auch viele von den sonstigen Bürgerbewegungen dazugekommen sind. Das hat mich sehr gefreut. Und was mich am meisten freut, ist, dass die Leute jetzt erkennen, von diesen Bürgerbewegungen, die sind ja
von der ideologischen Ausrichtung total gemischt. Das sind Grüne, Rote, alles Mögliche ist da dabei, dass sie selber erkennen, dass auch wir als AfD zu Unrecht stigmatisiert wurden. Denn sie werden ja jetzt selber als rechtsextrem bezeichnet, als Nazi bezeichnet und sind genauso anständige Bürger wie wir auch in der AfD. Und das erkennen sie zunehmend und verlieren dadurch auch jetzt die Kontaktscheu, die man früher hatte. Das habe ich auch gemerkt. Man wollte mit uns nichts zu tun haben. Aber jetzt kommt die Erkenntnis, dass letzten Endes alle, wie ich es am Anfang schon sagte, die eben Kritik an der Regierung, an den Maßnahmen, an den Gesetzen, die Kritik üben, dass die wirklich ausgegrenzt, beschimpft, beleidigt, desavouiert werden. Und das freut mich, dass das jetzt in der breiteren Masse erkannt wird. Und dadurch, denke ich, werden wir auch in Zukunft, ich hoffe es zumindest, und weitere Unterstützung erfahren aus diesen Gruppen heraus. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.